Ja, hallo und herzlich willkommen zu Part 32 meines Let's Plays. Wir wollen uns direkt einkleiden mit Toll. Habe ich was verpasst? Ich habe doch irgendwelche. Hallo? Ich habe ja irgendwelche. Okay, machen wir erstmal das. Dragovair. Und Dragovair. So. Scheiße. Habe ich mir zu viel gekauft, weil ich die schon habe. Hi. Okay. Verkaufen wir mal. Verkaufen wir mal ein bisschen. Das brauchen wir eh nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das wollen wir noch anlegen. Speedies. So, das ist doch schick. Ach, der kann auch Napalm haben. Ach so. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Hi. Ja, ist gut. Kraftmotor. Wie bitte? Ja, ich bin gerade total verwirrt. Der hat einen Kraftmotor und der hat einen Medmotor. Kriegt jetzt auch mal einen Kraftmotor. He? Geht doch. Ja. Uiuiuiui. Hi. Ja. Yes. Ja, wir wollen verkaufen. So, Hartkapsel brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und brauchen wir auch nicht. Da lassen wir einmal durch. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, kriege ich irgendwo noch ein bisschen Rüstung oder so. Ein bisschen Geld bräuchte ich jetzt auch wieder. Ging doch relativ schnell weg. Oh ja, da haben wir doch ein paar Typen, die man verprügeln kann. Zack. Aua. Die haben massig Rüstung, habe ich das Gefühl. Oder Selina ist einfach nur schwach, aber immerhin hat sie viel Leben. Strahlstoß, und wie viel zockt's? 60, nicht schlecht, nicht schlecht. Selina könnte ein bisschen mehr hier. Aber dafür ist sie wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Selina erreicht Level 17. Einmal Füllhorn. Hey, cool. Ist doch was. Wir haben auch super viel Brot. Das ist so schön. Und ich werde es nicht verbrauchen. Denn ich kann mich ja immer noch schlafen legen. Und das ist, kommt mir immer noch billiger. Hahaha. So, dann schauen wir mal hier rein. Was gibt's denn hier? Hallo ihr. Na, was macht ihr denn da? Macht ihr etwa illegale Sachen? Machen wir mal Fluche. Aha. Okay, der ist jetzt verflucht. Der hat wohl einen Scharfschützenschuss abgegeben. Die sind wenigstens normal. Nein! Scheiße. Ich dachte voll, das wäre ein Kopfgeldjäger, aber die stehen ja alle da. Nein. Oh, scheiße. Sorry, Runner. Das tut mir voll leid. Oh, Mann. Ich weiß schon, was ich machen werde mit Runner, nämlich... Ich hoffe, ich krieg den damit.
greife mal den an. Okay, den da oben hat es erwischt. Der tarnt sich also. Dann greifen wir den halt mal nicht an. Greifen wir ja die an, die wir auf jeden Fall treffen. Und nicht unsere eigenen Leute, das ist nämlich unvorteilhaft. Ich frage mich echt, was die da macht. Schnibbelt erst und dann macht sie nochmal die Handbewegung. Keine Ahnung. Mann, wie viel die auch aushalten. Hey. Tot. Nicht? Hm. Du getarnter, doofer Typ. Den verfehle ich jetzt eh, aber... Genau. Habe ich ja gesagt. Nee. Ich glaube, wenn ich Magie benutze, bringt das auch... den will ich doch verarschen. Komm. Scheiße. Komm. Okay, ich würde sagen, um meine Chancen zu erhöhen, beballe ich den jetzt mit kleinen Attacken. Denn das ist mir dann viel zu blöd, wenn ich so oft verfehle. Ja, genau. Oh, das ist doch nicht mehr normal. Oh. Komm, enttarne dich bitte. Das ist, bringt dir nichts, das bringt mir nichts, das bringt dir nichts. Das ist einfach nur unnötig. Das ist einfach nur Zeitschindung. So, jetzt habe ich genug. Jetzt wird gewartet. Geht doch. So. Jetzt bist du am Arsch. Jawohl. Wann erreicht Level 12? Yeah. Er hat eigentlich gar nicht so wenig Strike und gar nicht so wenig Stärke, aber irgendwie ist die schwächer. Was hat die denn? Strike, fast so viel Power, stärker zu sogar mir. Ich frage mich echt, warum die so viel weniger abzieht. Kann ich nicht verstehen. Okay, das wäre dann auch mit hiermit. Hier haben wir nichts. Die haben so komische Haarfarben, ey. Der Bazar scheint ein blühender Schwarzmarkt zu sein. Ja, klar. Hier kommt täglich neue Fracht rein. Hat irgendjemand Schiffe der Erwählten in der Nähe des Bazars gesehen? Nein, aber ich habe gehört, ein ganzer Haufen davon soll über Terra 6 schweben. Okay. Kennen Sie jemanden, der von Terra 4 wegfliegt? Hm, momentan gibt es kaum noch Flüge. Aber es gibt Kapitäne, die noch Arbeit suchen. Hm. Okay. Tschuck. Boah, das gibt's doch nicht. Immer in diesen Lagerhäusern. Mussten da noch irgendwelche Kämpfe unterbringen. So wie es aussieht. Ach, das war jetzt zwar dumm, aber... Hier, heil mal. Ja, feines Hundi. Ich kann echt nicht verstehen, warum Selina so wenig abzieht. Ich weiß es echt nicht.
Von den Werten her ist also fast gleich wie Maya, aber... Ach so. Irgendwie ist mir das suspekt. So, du machst mal da. Und du machst mal den. Genau. So, und dann gleich danach Runner. Und dann müsste der auch gegessen sein. Aha. Oh. Einmal Seelenstein, super, super, super. Seelensteine sind sehr gut. Yeah. Sehr gut. So, da ist der Typ wieder. Geh weg, du Vieh. So, was sind wir hier? Ach so. Okay. Gehen wir doch gerade mal rein. Und heilen uns. Ja, so. Hier runter und wieder raus. So, guck. Dann schauen wir uns mal weiter um. Hier waren wir überall drin. Ich glaube, von da oben kommen wir her. Dann gehen wir mal hier hinter. Da können wir raus. Okay. Ja, Rotlichtviertel bin ich wahrscheinlich. Genau. Dann haben wir Kopfgeldjägerrevier, Schifftransporte und die Slums. Dann gehen wir einfach mal in die Slums. Das war voll die Snare, aber richtig Bärm. Oha. Was zur Hölle. Das nenne ich Slums. Oh ja. Oh, hallo? Kann ich eine Nachricht zu den anderen Schollen schicken? Nee, das geht nicht. Funksprüche sind scheiße. Die kommen nicht weit, wegen der Core-Energie. Funksprüche sind scheiße? Das macht mich krank. Finden Sie sich damit ab. Sie sind nun mal hier gestrandet. Ruhe! Ich würde dich nur ungern töten. Nehmen Sie das hier und wir sind quitt, okay? Sehr gut, Selina. Toll, wie du Leute bedrohst, einfach mal. Geil. Nimm das hier und wir sind quitt. Ich will noch weiterleben. Oh mein Gott. Hauptsache ein Fernseher. Hauptsache ein Fernseher. Unglaublich. Na, haben sie auch einen Fernseher? Nein, Kühlschrank. Und rosa Haare. Ich stamme von Tag. Wirklich? Ziemlich öder Ort, oder? Das sagt die. Diese Stadt ist ein gutes Beispiel dafür, dass die niederen Schollen vor Hunden wimmeln. Hey, wir kommen doch ganz gut zurecht. Also manchmal ist die schon ziemlich aggressiv, würde ich sagen, die Selina. Einmal riechst du als. Kannst du nicht nochmal gucken? Hast du auch nichts übersehen? Das wäre schade. Oh, lecker. Was sind das? Motten oder was? Was? Brot. Füllhorn. Umschauen lohnt sich. Ach ja. Wir müssen schon wieder Schluss machen für diesen Part. Eieiei. Gut, dann sehen wir uns im nächsten. Bis dann.